So now I can hit them. Auch mal wieder mein Inventar leeren, ne? Komm, ich will eigentlich noch den nächsten. Ich will noch den Segenbuff, muss ich noch aufmachen. So, und. Ne, Hellentuchsbuff muss ich noch. Ja. Jetzt habe ich beides. Und Katze. Magische Tutor mit besonderen Eigenschaften aus entomatischen Schleim können Katalysatoren werden. Zur Herstellung muss die Reagenz aufgenommen werden. Okay. Weg da! Weg da! Aber wie mache ich die jetzt wieder klar? Ich muss ja irgendwie Essenz des Intellekts, Fluch entfernen. Trankflasche erwachen. Schwäche heilen. Wunde heilen. Krank heilen. Gift heilen. Erwachen. Schwäche heilen. Lähmung heilen. Schwäche heilen. Fiolen mit plastischen Schleim. Kenn ich nicht. Oh, ganz guter Umhang. Ganz nett, aber unnütz. Yes, do the job, King Quest. Hast du die Quest? Ich hab die Quest an sich und ich klick die nur an. Ich klick die an und hier passiert nichts. Ich glaube nämlich, dass ich die vielleicht in der Truhe im Schloss hingepackt habe. Das fände ich halt nicht so nice. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, dass ich die dabei habe. Thing is, look like that one, ne? Gift heilen. Gift heilen. Die ist hier nicht. Umhang plus 3, zack, kriegst du, ja. Also ich kann die nicht befreien. Na, dann machen wir jetzt die Höhle noch klar. Oh. Ist die Waffe noch, ist die noch verzaubert? Ja. Ja, ich denke auch, ich muss zurück. Jetzt der Wasserzauber, ne? Jetzt, now the water spell. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, das würde ich aber auch sagen. Geht auch nicht. Bisschen auf Abstand gehen und von hier. Und ich kann ja auch noch bei dem einen in der Anfangsgegend, falls ich das verloren habe. Könnte ich das ja rein theoretisch wieder bekommen. Nö. Er sagte vorhin auf jeden Fall, dass er gerne mal ein deutsches Stream geht, um
Einfach weil er die Sprache mag. Dachte er. Deswegen dachte ich, muss ich jetzt hier nicht alles versuchen, in meinem Deutsch-Englisch zu erzählen. Manchmal fehlen mir denn doch da ein bisschen die Wörter. Kann ich alles in Englisch übersetzen? Beim Lesen kann ich es mir manchmal noch zusammenreimen. Aber beim Reden? Ja, hätte ich vielleicht mal gucken sollen, was ich da alles in meine Truhe packe, da in der Bank. Und nicht einfach wahllos alles reinschmeißen. Stau. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Aber das mit der Verzauberung für die Waffe, das war, hat schon ordentlich was gebracht. Damit kriege ich schon ganz gut weg jetzt. Au! War das schon alles? Ach ja, stimmt, die haben ja gar keine Feueraura. Muss ich ja auch an sich verzaubern. Bleiben wir lieber auf Distanz. Dann können sie uns auch nichts an Schaden zufügen. Ihn machen wir jetzt noch einmal, bevor seine Mana weg ist. Machen wir das auch auf seinen Bogen. Warum sind denn jetzt noch drei Stück hier? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Komm, einen davon rauslocken. Nicht alle rauslocken. Oh, der Buff von ihr ist auch schon wieder weg. Hm? So. Ein Schuss und er ist direkt weg. Wir sind jetzt gerade zu stark. Ich weiß auch nicht, ob die Waffe noch verzaubert ist, ja. Aber wir haben ja noch unseren einen Stab. Könntest du ja trotzdem mal nehmen. Obwohl, du hast noch mit am längsten auf deiner Waffe, ne? So. Und jetzt kommt nämlich die Rache auch. Da. Obwohl das jetzt nur ein grüner ist, ne? Da braucht er den eigentlich nicht. So gut wie neu. Soll mal treffen. Toxic Cloud in your face. Immerhin ist er nur unmächtig. Ja. Also manchmal hatte ich hier auch schon mal, da hatten sie fast volles Leben. Und trotzdem mit einem Schuss waren die dann weg, ne? Da rechnest du nicht. Da kannst du auch nicht mit einplanen manchmal. Das kann ja manchmal echt gut kritten. Und dann sind sie halt mit einem Schuss weg. Da. Ich muss kurz mein Handy laden. Noch 15%. Zack. Boop.
manche Buggy. Von den Säulenbögen sind manchmal Buggy. Da verschwinden Projektile. Ah, okay. Der nächste. So, und jetzt legen wir wieder hier den Stab an bei ihr. Dann kriegt der Rote nämlich mal ein paar vernünftige ab jetzt. Rächen wir uns von vorhin. Kann ja nicht sein, dass er uns da mit einem Hit da aus dem Leben haut fast. Au! War auch wieder knapp. Ich glaube, gleich haben wir eine Höhle fertig. Dann haben wir hier alles entsorgt, genauso wie das sein soll. Ordnungsgemäß. Ach, ich glaube, hier ist jetzt noch ein blauer. Ja. Oh, das war knapp. Der ist aber noch an uns vorbeigegangen. Jetzt noch die Düsen killen. Ach so, unten, nee. Ich hab die da einmal versucht. Hab auch gut mitgehalten und auf einmal kam ein Schlag an. Komplette Gruppe war weg. Dachte, was ist denn jetzt los? Dann hab ich die gelassen. Da bin ich nämlich kurz nur durchgerannt, um die Bogenschützen-Quest zu machen. Da hab ich gedacht, nee, nicht mit mir. Wäre schnell durchgerannt. Wie kann man denn das hier öffnen? Kann man das noch öffnen? Oder nur von der anderen Seite? Oder was ist das? Hier ist nichts mehr. Ich glaube, jetzt hab ich. Protection vom Magier, ja, okay. Ja, die habe ich auch schon gekauft. Ich habe auch das, was, also Gegenversteinerung. Muss er aber noch lernen und kann er noch nicht lernen. Oder sie. Dann gibt es da auch noch einen Schutz für. Okay. Dass sie gar nicht erst versteinert werden können. Weißt du, was das ist? Ob das. Ist das auch Stein oder was? Aber die Höhle scheint jetzt clear zu sein. Die haben wir geschafft. Ah, Körpermagie Meister. Ja, das dauert ja auch nicht mehr lang. Sind wir ja schon bei 6. Können wir da auch. Können wir da auch nochmal eine Stufe höher? Oder muss er dafür erstmal die Klerikerprüfung abgeschlossen haben, also die nächste? Ah, schützt vor allen Statuseffekten außer Toten vernichten. Und dafür musste ich nur, also in Anführungsstrichen, nur Meister sein. Und ich muss dafür noch die, wahrscheinlich sie noch einmal eine Prüfung abschließen lassen, ne? Wohin soll es denn gehen? Ja, dann lass uns die doch noch machen. Weil das wäre ja echt gut, dass ich dann keine Statuseffekte mehr bekomme. Und der Zauber, aber das ist ein Zauber, den ich doch noch lernen muss, ne? Weißt du zufälligerweise, wie der heißt?
Ah, Schutz gegen Magie. Ja, den habe ich schon mal gefunden. Sogar hier in der Stadt sogar, meine ich. So, mal gucken, ob ich Eumel da das in die Truhe gepackt habe. Quecksilber. Elixier. Suchgegenstand, ein klemmender Elixier, das offensichtlich magische Eigenschaften besitzt. Weiß ich, was das? Nein. Weiß ich nicht. Schwefel? Nein. Feenstaub? Das Elixier ist es? Kenn ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Schön. Hä? Was soll das denn? Wem soll das denn? Hab ich das schön eingesteckt. Hä? Was soll das denn sein? Hä? Was soll das denn sein? Lähmung heilen ist doch auch Erde, ne? Nee, Geistermiki, das kann ich noch lange nicht. Die und das nehmen wir mit. Schwert für ihn, das ist echt gut, das Schwert. Und den Helm, den geben wir aber, glaube ich, nicht ihm, sondern ihr hier, damit sie nicht so schnell drauf geht. Hä? Den Was kann soll ich noch das nicht. Denn sein? Und den Weiß auch noch ich nicht. Nicht. 10 Ladungen noch. Müssen wir dran denken, nicht, dass wir den verbrauchen. Können wir den ja kurz vorverkaufen. Können eh gleich mal das Inventar leer machen. Platz. Von den Schriftrollen halte ich auch irgendwie nicht ganz so viel, ne? Wem soll das denn nützen? Ich kann verkaufen, alle. Weiß ich nicht. Weiß auch nix. Wem soll das denn nützen? Weiß gar nichts, weiß Alter. Ich nicht. Ganz nett, Kein aber Platz unnütz. Mehr. Das Gute ist, dann haben wir gleich die Zwergen-Quest fertig. Dann kommen wir mit unserer Burg schon mal weiter. So, Schutz gegen Magie. Gucken wir mal. Willkommen in der Feuergilde. Natürlich dann nicht in der Feuergilde, ne? Willkommen in der Körpergilde. Nee, ist leider nicht dabei. Aber wir müssen jetzt hier eh nochmal an gefühlt sämtlichen Städten vorbeikommen. Guten Tag. Darf ich helfen? Oh, den muss ich aber auch anlegen und nicht jetzt im blinden Wahn da verkaufen. War da irgendwas Besonderes auf dem Helm? Nö. Kann ich den eigentlich auch mitverkaufen? Trefferpunkte, da weiß ich noch nicht. Ob ich da nicht... Halber Schaden ist natürlich top, ne? Der hat mehr Rüstung. Er hat so viele Tränke. Das kommt alles nach 4, die ganzen Erze. Erstmal alles zu ihm. Ist hier noch ein Erz? Nein. Da ist noch ein Erz. Oh, noch mehr Tränke. Da passt nichts mehr rein. Ich glaube, davon können wir gleich nochmal welche in unsere Bank, sag ich mal, verstauen. Dass wir von jedem vielleicht nur so 3 mit haben oder von den wichtigsten. Und die anderen nur dann haben, wenn wir mal was mixen müssen.
Machen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Verkaufen wir aber noch ein bisschen was. Ja, ich würde gerne was verkaufen, und zwar das. Danke. Bitte. Und bei dir auch nochmal was verkaufen. Das. Danke, bis dann. Kann ich euch helfen? Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, jetzt aber nicht das falsche Alex hier wieder zurückpacken. Das wäre jetzt nicht so schlau dann. War vorher schon nicht so schlau. Dann ist das jetzt hier unsere Bank für ganzen Alchi-Kram. Kein Problem. Das habe ich noch nicht geplündert? Ach, ich kann auch nicht alles. Aber unnütz. Das habe ich noch nicht geplündert. Aha. Das hab ich da geplündert. Wem soll das denn nützen? So. Von den weißen Tränken, denke ich, brauchen wir erstmal nix. Was kann ein weißer Trank? Lähmung, ah. Auch nicht ganz. Ah, drei lassen wir uns davon mal. Drei Stück. Drei Stück. Violett. Das kann Gift. Das können wir eigentlich wegmachen. Selber. Deswegen kann das eigentlich komplett auch in die Bank. War nicht zu ihr. Sondern hier rein. Noch ein weißer Trank. Packen wir auch hier rein. Krankheit heilen. Das können wir nicht selber. Das können wir nicht selber. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt. Davon haben wir auch drei. Was ist das? Gemischter Trank. Fluch entfernen. Können wir auch selber. Packen wir auch auf die Bank. Weißer Trank. Da ein hin, da ein hin, da ein hin. Erwachen können wir auch selber. Kommt auf die Bank. Vielleicht noch mal ein oder so von jeder Farbe noch mal da lassen, die wir selber könnten zum Mixen oder so. Das ist gelb, Schwäche heilen. Gut, dann lassen wir davon auch einen da. Grün haben wir dann einen da. Und orange. Blau, davon würde ich sogar noch ein paar mehr haben gerne. Gift heilen. Davon lasse ich mir auch nur drei. Von den Gegenständen. Da ein Pilz, da ein Pilz, da auch ein Pilz. Das Elixier nicht in die Bank packen. Da weiß ich nicht genau, ob ich das überhaupt brauche. Also wann ich das, wofür ich das brauche. Lassen wir erstmal in der Bank, bis ich weiß, was man damit macht. Trinkflasche. Lassen wir nochmal frei. Weiß ja nie, wenn ich nochmal was für Mana finde, dann packe ich das da rein. So, und die ganzen Schriftrollen. Heilen brauche ich nicht, kann ich verkaufen. Kann ich selber. Armerhand. Inferno. Fluch entfernen. Kann ich auch selber. Schicksal. Kann ich nicht selber. Und verlangsamen kann ich nicht. Berserker kann ich. Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Alle Scherbe, die ganzen Rollen,
Meinst du nicht, dass mal so ein paar nützlich sind? So irgendwie Inferno oder sowas? Oder sagst du, die benutzt man eh nie? Ich weiß nicht, ob ich alle weghauen will. Also Segen brauche ich ja nun mal nicht. Gift. Vielleicht die ganzen größeren Angriffe packe ich vielleicht. Lasse ich drinne. Die anderen verkaufe ich. Telepathie brauche ich nicht. Feuerstrahl lasse ich. Schicksal kann weg. Todesschwarm weg. Luftresistenz weg. Untote verjagen weg. Verlangsamen. Einbehalten. Berserker. Leben erspüren weg. Obwohl Leben erspüren lasse ich nochmal für einen Drachen oder sowas. So da dann wissen, wie viel Leben der hat. Obwohl eigentlich sieht man es ja auch am Balken, also das braucht man nicht so unbedingt. Warum können wir nochmal aufsparen für einen Zauberstab, dass wir den wieder Geschirr machen? Und Regeneration brauchen wir auch nicht. Zack. Jetzt ist rare to use the scroll unless it is powerful. Okay. I think I have to choose a powerful one. Okay. I have not only one of them. So. So, sieht das doch erstmal wieder ganz schick aus. Das kann ich alles nochmal verkaufen. Oh, ein Umhang. Ich weiß gar nicht, hat der, haben jetzt alle diesen Umhang? Er nämlich noch nicht. So, das macht doch dann auch wieder Geld. Das Elixier habe ich noch, ne? Ja. Gehen wir gleich zum dritten Mal in die Wüste. Dritten Mal gehen wir gleich in die Wüste. Willkommen, tretet ein. Wir achten jetzt mal drauf, wir haben jetzt 35.000. Wenn wir das jetzt alles verkaufen. Die Musik in der Wüste findest du mit am besten. Oh, ich hätte gedacht, du brauchst das, dass du das hier haben. Willkommen, Aber du tretet brauchst ein. bestimmt. Kann ich euch Ich finde hier helfen? generell überall ganz beruhigend, die Musik. Ah, gut. So viel Gold bringt es jetzt auch nicht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Bei den älteren Spielen konntest du doch auch recht einfach, meine ich, deine eigene Musik hinterlegen, ne? Smaragdinsel ist gewöhnungsbedürftig mit den schrillen Geigen. Ja, ich gewöhne mich bei so einem ruhigen Klang eh immer recht schnell an die Musik. Aber es ist dann doch komisch, wenn sie mal wegfällt oder so. Weil ich gerade in der Burg war sie nicht da. Dachte ich, hä? Irgendwas fehlt doch. Hallo, ihr wollt reisen? Wollen wir nochmal die Arena machen? Will ich die jetzt nochmal machen? Eigentlich habe ich nicht so Bock auf die Arena. Eigentlich habe ich jetzt nicht so Bock auf die Arena. Ich habe jetzt schon 6 Siege oder so. Ich habe genug.
Dann lassen wir das, ne? Skippen wir den Tag und dann machen wir jetzt erstmal die Quest fertig. Ihr wollt ausgebildet werden. Oh, er hat mir vorhin mal schön Zeit genommen. Und alle Siege durchgerockt. Hallo? Ihr wollt reisen? Wollt reisen? Wollt reisen? Es wollt reisen? Wollt reisen? Techno comes in the house. Hallo? Ihr wollt reisen? Müssen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Wir wollten noch nach dem einen Zauber gucken, ne? Den Körperzauber. Wir könnten noch ein paar von denen hier mal wieder einlösen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ordentlich was Gutes rauskommt. Platte, wir machen jetzt alles, dass wir eine Platte bekommen. Ich will jetzt eine Platte bekommen. Und ich verarschen? Das ist Leder. Kann da was Besseres kommen als Leder? Gibt's da auch eigentlich irgendwo mal eine Auflistung, wo man sieht, was aus welcher Wahrscheinlichkeit was herauskommen kann oder so? Gibt's da irgendwas? Nur Leder. Tada! In Tatalia liegt eine Platte rum. Doch gerade eine gezogen. Oh. Das war ein guter jetzt. Es läuft gerade. So, dann nehmen wir den restlichen für Waffe. Bei Google gibt's eine Liste, okay. Nee, wir machen Tränke, oder? Falls wir noch ein schönes Buch rausziehen oder so. Wäre doch auch nicht schlecht. Arschen? Ein Pilz? Nichts Gutes bekommen. Ah, aber guck mal hier. Ganz nett. Ganz aber nett, sagt er. Alleine unnütz. Kenn ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Kenn ich nicht. Oh ne, du. Da brennt einem ja der Hut. Tada. Jetzt sieht er doch mal gut aus. Endlich mit Platte und nicht mit Leder. So verkehrt, dass da so ein Krieger mit Leder rumläuft. Du kannst noch Kette. Ab. Kenn ich nicht. Da brennt einem ja der Hut! Ja, der Schütze kann auch Kette, ja. Hatte ich vergessen. Die können alle. Der kann nur Leder. Weiß ich nicht. Jetzt haben wir wieder einen Trank. Furchtverjagen haben wir auch schon einen. Weiß noch, ne? Ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Hä? Helm hatte ich doch drin, ne? Ganz nett, aber unnütz. Ich glaube, da haben wir jetzt ganz gut was gezogen, ne? Wie viel Rüstung hat er da auf der Platte? 28 plus 10 auf alle auf Zauberpunkte, Reaktion und Intelligenz. Auf Platte? Warum denn so eine Verzauberung auf Platte? Also Reaktion ist, kann man mitnehmen, ne? Aber der Rest? Ah, Paladin hätte davon was, ne? Paladin wäre das jetzt nicht ganz schlecht. Wäre das sogar richtig gut. Guten Tag. So. Danke, bis dann. Spiel speichern und ab zu Dazzle und endlich diese scheiß Zwerge Hallo? Da befreien. Ihr wollt reisen?
Es geht sofort. Aber mit dem Geld waren wir eigentlich bisher ganz gut umgegangen, ne? Da haben wir ganz gut Gold über. So. Du hast das Elixier, also mit dir muss ich die Zwerge jetzt anklicken. Fang hier rechts an und geh dann einmal durch jeden Gang. Hello, help there. Oh, danke. Alles gut, Bro. Ich glaube auch vom Dinger müssen wir jede Fraktion sozusagen von uns überzeugen. Also die Zwerge, die Elfen und so, ne? Gibt's auch nicht auch noch ein Dorf von den Goblins? Dass wir die auch besuchen können? Das fände ich ganz cool. Wahrscheinlich nur feindliche, ne? Da ist einer, kommen wir gleich zurück. Erstmal den Gang fertig machen. Ist aber keiner, ganz am Ende, wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder ist da noch einer? Doch, einer ist da noch im Wasser. Ich streame auch gleich schon 8 Stunden. Aber man muss ja auch mal was schaffen, ne? Man muss ja auch mal was schaffen. Dafür kann ich ja morgen nicht ganz so lange streamen. Ich werde auch morgen vormittags eher streamen halt, weil abends muss ich zur Familie. Oder was heißt muss? Will man halt. Ich dachte, die Höhle haben wir fertig. So, der Bums. Deja ist ein Goblinland. Ja, okay. Na gut. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. So, da war ich auch noch gar nicht. Ne, der kann das ja. Da gibt's auch die Priesterquest. Da müssen wir da ja eh hin. Wäre schon cool, wenn wir das heute noch schaffen. Glaube ich aber nicht, weil ihr fehlt auch noch ein Punkt. Würden sie ja bis dahin schaffen, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir das noch heute schaffen. Wie sah denn jetzt die Rüstung überall aus? Ist sie noch irgendwo kaputt? Oh, reinkicken, ne? Und wir können ihr ja auch nochmal den Stab anlegen. Ich will das jetzt hier fertig bekommen, die Köhle. Förderungsquest geben eine Menge. Ja, vielleicht schaffen wir das ja heute noch. Wäre doch was. Wäre doch noch ein gutes Tagesziel. Aber vorhin erstmal gescheckt, dass man ja auch einfach Q gedrückt halten kann und der dann komplett durchballert. Aber kümmere dich drum. Wäre ich jetzt zurückgegangen, dann wäre das auch taktisch ziemlich klug gewesen. Ah, den hat er doch gleich. Nein, jetzt habe ich den komplett aufgebraucht. Egal. Beim nächsten Stab denken wir bestimmt dran. Haben wir gerade das seine Attacke weggeschossen? Noch gar keinen Schaden zugefügt.
Jetzt aber. So. Thinks it was the last run. Ich vergesse auch immer die Buffs von ihr, ne? Die halten halt auch einfach nicht lange. Schönen guten Tag. Da ist noch einer, aber ich glaube, das ist eine Meduse schon wieder. Das Meduse ist das. Schönen guten Tag. Da den noch befreien? Ja. Glaub, das waren jetzt alle, oder? Hier hinten vielleicht noch eine? Ja, ich weiß, die sind nur unten. Aber wenn ich hier diesen einen Buff hab, dann könnte ich mir vielleicht nochmal überlegen, da runter zu gehen. Aber vor gehe ich da nicht hin. Das war jetzt krass. Obwohl, kann ich da überhaupt nach hinten, wenn ich da diesen Aufzug sabotiert habe? Ja, ne? Ich glaube, ich habe jetzt alle, ne? Müssten jetzt eigentlich rausgehen können wieder. Komm, wir machen jetzt nochmal eine Checkrunde. Jetzt kein Bock. Ah, runter kann man, aber rauf nicht. Ah, dann braucht man da ja, wenn wir das zweite Mal da runtergehen, den Teleporter. Beziehungsweise kann man sich aus Höhlen rausporten? Fragen über Fragen. Hier haben wir alle. Ich glaube aber, dass wir alle haben. Also bin ich mir recht sicher. Ich bin ja einmal von rechts nach links über links gegangen. Ich habe da ja so ein bisschen mein System. Aber oft verlaufe ich mich auch ganz schön. Gerade in der Zwergenstadt. Ey, da komme ich gar nicht klar. Und dann laufen sie, die Zwerge ja auch dir alle nochmal vor die Füße. Du musst da jeden anbrüllen. Dass die dann mal weggehen. Guck mal, jetzt zum Beispiel finde ich, fehlt einem gerade die Musik im Hintergrund. Kommt so komisch rüber jetzt. Du sagst, wenn ich da jetzt runterfahre, komme ich nicht wieder hoch. Ja,
Ich komme ja nicht mehr runter. Kommt man nur noch einmal rauf, wahrscheinlich, ne? Aber wir haben sie fertig, die Höhle. Huh, endlich. So.